Im Kino ist jetzt die Fortsetzung angelaufen von dieser Fernsehserie, die vor gut einem Jahr sich Anna in alle Herzen der Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer eingetanzt hat. Anna jetzt als Kinofilm, das Wochenende neu in unseren Kinos. Aus der kleinen Anna ist eine junge Balletttänzerin geworden, aus dem Rainer, ihrem rollstuhlfahrenden Kollegen, ihre richtige Freund. Und da gibt es dann auch noch den David, einen jungen amerikanischen Tänzer, der das Gefühlsleben von der Anna ziemlich durcheinander bringt. Das in etwa die Story. Natürlich im Moment ein riesen Wirbel um die Hauptdarstellerin, um die Anna, um Silvia Seidel. Und es freut uns ganz herzlich, dass wir Silvia Seidel bei uns im Studio haben. Silvia, ich glaube, man kann schon sagen, im Moment rennst du von einem Interviewtermin zum anderen Interviewtermin. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass dich die Journalisten schon tausend Dinge gefragt haben. Das möchte ich jetzt nicht alles noch wiederholen. Im Gegenteil, ich möchte den Spieß umdrehen. Was wurdest du denn in letzter Zeit am meisten gefragt? Am meisten gefragt? Also die Leute wollen wissen, ob der Unterschied vom Fernsehen zum Film bei den Dreharbeiten und bei der Arbeit sehr groß ist. Mhm. Wie das ist, was sich da geändert hat, wie ich mir meine Zukunft vorstelle und warum wir nicht ins Fernsehen gegangen sind und warum wir im Kino sind. Ah. Kannst du uns das ganz kurz im Abriss erklären, was du da zur Antwort gegeben hast? Ja, also der Unterschied zwischen Kino und Fernsehen ist für mich nicht groß. Also das merkt man bei den Dreharbeiten, merkt man das überhaupt nicht. Es ist klar, dass jeder weiß, jetzt ist es Kino und für viele vom Team war es das erste Mal ein Kinofilm und jeder strengt sich an, weil das eben jetzt so groß ist und nicht mehr zu Hause, kleiner Fernseher und so. Aber richtig klar wird es einem erst danach eben mit dem ganzen Rummel. Das ist beim Kinofilm jetzt ganz, ganz anders als letztes Jahr bei der Serie. Jetzt fliege ich andauernd hin und her und bin also wirklich im Moment richtig im Stress und letztes Jahr war das nicht so, ja. Und meine Zukunft, die stelle ich mir so vor, dass ich beides parallel machen kann, dass ich tanzen kann und schauspielen. Ich möchte Jazz dazulernen, steppen, Sprachunterricht nehmen und halt durchaus mal eine Rolle spielen, wo ich nicht tanzen muss. Ja, es hängt natürlich davon ab, ob ich Angebote kriege oder nicht, aber so stelle ich mir das jetzt weiter vor. Du tanzt also, du singst noch nicht? Nein. Ich denke aber, das gehört sicher auch noch zu deinen Plänen. Würde ich gerne mal probieren, also es wird mich schon reizen und deshalb möchte ich, wenn ich mal weiß, ich habe jetzt noch Zeit und es ist im Moment steht nichts an, da möchte ich ganz gerne mal testen lassen, wie das ist. Also ob jemand da ist, der sagt, okay, du hast eine Stimme, da kann man was draus machen, das lohnt sich. Nur trällern, weil ich eben gerade Silvia Seidel bin, möchte ich nicht. Was du bestimmt auch immer wieder gefragt wirst, ist, wie verkraftest du den Erfolg? Wie gehst du damit um? Hat er dich verändert? Also ich verkrafte ihn eigentlich so ganz gut, weil mir macht das wahnsinnig viel Spaß. Dazu muss ich sagen, das ist bestimmt nicht jetzt jedermanns Sache. Ja. Es gibt bestimmt Leute, wenn die das einmal gemacht haben, sagen, oh Gott, nie wieder, ja, das ist für mich nichts. Ich finde das toll, mir macht die Dreharbeit wahnsinnig viel Spaß. Es ist schön, sich in Rollen reinzuversetzen, jemanden zu spielen, der man gar nicht ist und so. Und danach halt, okay, ist viel Presse, viel Rummel, viel Fragen, immer das Gleiche oft. Dann liest man Artikel, wo man sich darüber ärgert, dann sieht man ein Foto, was man nicht mag. Es ist aber wie in jedem Job, es gibt immer zwei Seiten. Das ist eben, die Presse ist für mich persönlich, wenn ich mich ab und zu ärgere, halt die einzigste Seite, wo man sagen kann, das ist mal negativ. Aber es gehört irgendwie alles dazu und das sind so viele Erfahrungen, die man macht. Man lernt so viele Leute kennen. Und das auch in kurzer Zeit, genau. Muss man vielleicht auch noch sagen. Und das hat mir persönlich viel geholfen, weil ich früher wirklich ein sehr schüchterner Mensch war. In der Schule melden, das war wahnsinnig schwer für mich. Und jetzt mache ich das ein Jahr lang mit der Presse und mit Auftritten und vor Leuten zu stehen. Dann kommen so viele Leute zu mir und wollen ein Autogramm, wenn ich eine Autogrammstunde mache. Und dann gucken die mich alle so an. Und das ist auch irgendwo, man muss da mit den Leuten umgehen. Und das ist ganz toll, wenn man die mal kennenlernt. Ich finde das schön. Also kann man auch sagen, der ganze Rummel, der jetzt im Moment los ist, der nervt dich nicht? Nein, natürlich gibt es mal Tage, wo ich sage, ich mag nicht mehr. Ja. Also heute Morgen war ich so müde und dachte mir schon wieder wegfliegen hierher. Und ich habe jetzt echt keine Lust mehr. Weil man einfach auch nicht gut drauf ist, das geht bestimmt jedem so, aber jetzt bin ich hier in Zürich und es ist ganz toll und ich freue mich wirklich, dass ich gekommen bin. Wie bist du eigentlich zu deinen tanz- und schauspielerischen Fähigkeiten gekommen? Ich habe mit 4 Jahren angefangen zu tanzen und weil ich als kleines Mädchen, meine Mutter hat mir gesagt, ich stand immer vorm Fernseher, wenn Musik war und habe da so rumgewippt und habe halt irgendwann mitgekriegt, dass es sowas wie Ballett gibt und dann habe ich gesagt, ich will das auch machen, will ins Ballett und seitdem tanze ich, wollte es auch immer werden. Und habe auch als kleines Mädchen in der Kinderstatisterie in der Oper viel gemacht. War Komparsin bei dem Kinofilm Die unendliche Geschichte. Das war das erste Erlebnis mit Film. Danach habe ich so eine kleine Rolle mit Text bekommen in Soko. Das ist eine Serie, ich weiß nicht, ob das hier bekannt ist. Und das war so 83, 84. Und das habe ich nur so zum Spaß gemacht halt. Aber ich wollte immer weiter tanzen. Das war für mich das Hauptziel. Und dann kam eben Anna, nicht? Mhm. Und dann habe ich gemerkt, das ist toll. Das ist fast noch schöner. Und das mit dem Tanzen zusammen, da kannst du das machen und das, da kannst du spielen. Und es ist toll, du lernst viele Leute kennen.
Und jetzt habe ich mich dazu entschieden, dass ich das weitermachen möchte. Du hast ja öfters verlauten lassen, dass du jetzt fast ein bisschen weg vom Tanzen kommen möchtest und eher Richtung Schauspielerin weiterarbeiten möchtest. Was für Rollen könntest du dir denn vorstellen? Also ich habe jetzt, das werde ich auch übrigens viel gefragt, was ich mir so an Rollen vorstelle, Traumpartner, Traumregisseure, da habe ich kein Ziel irgendwie, dass ich sage, mit dem will ich spielen oder so eine Rolle muss es sein, weil ich glaube, ich einfach froh bin, wenn ich überhaupt was kriege. Natürlich, wenn es mir nicht gefällt, mache ich es nicht, nur weil ich irgendwas machen muss. Aber für mich ist halt der Wunsch, dass ich so viel wie möglich verschiedene Charaktere spielen kann mal in meinem Leben. Also mal was ganz Ernstes oder mal was Lustiges oder wie ein starkes Problem oder so, dass man halt testen kann, wie weit man da mit den schauspielerischen Grenzen gehen kann. Also ich für mich jetzt. Also ich denke mal, an Angeboten wird es wahrscheinlich nicht fehlen in der Zukunft. Wir werden uns jetzt für einen Moment einen Ausschnitt ansehen aus dem Film Anna, allerdings nicht die tanzende Anna, sondern eben die emotionale Anna, die emotionelle Anna, wo auch deine schauspielerischen Fähigkeiten rauskommen. Nimm mich bitte in die Arme. Ganz fest. Mir alles so leid. Drück mich noch. Ja, 3 Ohrfeigen insgesamt werden verteilt in diesem Film Anna. Inwieweit findet vielleicht doch eine Identifikation statt zwischen der Figur Anna und der Silvia? Also es sind so Grundparallelen wie halt, dass ich auch ins Ballett gehe, dass ich zum Beispiel mit meinen Eltern privat auch ein gutes Verhältnis habe. Aber ansonsten ist es halt, wenn man spielt, irgendwie doch anders. Sogar wenn man jetzt das Glas von rechts nach links stellt, mache ich das jetzt privat ganz anders, als wenn ich die Anna spiele. Weil man ist in der ganzen Drehzeit irgendwo in der Person drin, man stellt sich drunter was vor. Und jeder Moment, den man spielt, darunter denkt man sich, jetzt mache ich jetzt so und das mache ich so, als Anna eben nicht. Und insofern sind eigentlich Parallelen da gar nicht da, so genau. Man hat ja auch schon gehört, unter Umständen würde dieser Film wieder ein neuer Tanzboom auslösen. Glaubst du daran? Ja, also ich meine, die Serie hat es ja getan, ja, einen irrsinnigen Tanzboom. Und wenn man Dirty Dancing anschaut, hat auch einen Tanzboom ausgelöst. Kann natürlich sein, weil wir auch ein Tanzfilm sind, dass es wiederkommt. Aber ich glaube, beabsichtigt, gezielt ist es eigentlich nicht, dass wir jetzt sagen, wir machen jetzt einen Tanzfilm und dann müssen die alle wieder tanzen gehen. Ich glaube, wir sind schon ganz froh, wenn die Leute überhaupt sagen, der Film gefällt uns. Wie sieht deine nächste Zukunft aus? Was wird sich da verändern? Musst du jetzt, wie soll ich mal sagen, einen Haufen Fanpost beantworten? Also nach der Serie kam eine ganze Menge an und dann habe ich immer gesagt, ich mache das alles, ich beantworte das, aber es geht einfach nicht. Ich würde es liebend gern tun, weil die alle so süß schreiben, wirklich. Aber man schafft es einfach nicht. Ja, ich meine, wenn wieder viel kommt, dann ist es toll, weil es ein Beweis ist, dass die Leute den Film gut fanden. Also weit nicht alles Kritik ist, was sie schreiben. Aber ich glaube, ich kann selber gar nicht alles beantworten. Für die Zukunft, deine Wünsche? Meine Wünsche für die Zukunft sind, dass ich halt Angebote kriege, dass ich so weitermachen kann. Und vor allen Dingen eben jetzt richtig wieder ans Training gehen. Ich habe jetzt, seitdem der Film abgedreht ist, nicht mehr trainiert, weil ich so viel zu tun hatte mit Presse und so. Ich möchte wieder anfangen zu trainieren, möchte Sprachunterricht nehmen, Jazz und Steppen lernen. Ein vollgepacktes Programm. Ja. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass alles, was du dir wünschst, in Erfüllung geht. Danke. Danke vielmals, dass du zu uns ins Studio gekommen bist. Und war toll. Viel Erfolg. Dankeschön. Danke, Silvia. Ja, und allen, wo die da Ballettromanzen gehen, schauen, natürlich viel Spaß. Es ist wirklich ein Unterhaltungsfilm für Jung und Alt. So, und bei uns wird jetzt gespielt, allerdings nicht mit dem Robby, sondern mit dem Marcel.